Moment. Logbuch? Nein, das will ich gar nicht. Opa. Nein, das will ich auch nicht, sondern... Nein. Ja. Ich will den Nilken konfrontieren. Die Nilke. Mit dem habe ich jetzt ein Wörtchen zu reden. Du brauchst mein Datenpad. Oh, ach so, wie bist du denn da runtergekommen? Suvi, haben Sie gerade mit Ihrem Notizbuch geredet? Oh ja, schon möglich. Das mache ich manchmal. Okay, die Frau hat, glaube ich, einen leichten Klopfer. Was haben wir noch auf der Tempest? Okay, ist auch auf der Nexus. Ist auch auf der Nexus. 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 Ich vermute mal, das ist auch auf der Nexus. So, aber zuerst gut. Nein. Auf der Nexus. Sie sind hier. Nexus. Schaut geil aus. Aber ich glaube, das schon mal recht am Anfang erwähnt zu haben. Dachte mir doch, dass ich irgendwie überspringen kann. Jupp. Ah, das kann man nicht überspringen. Wie man es hören kann, ich habe es versucht. Hell yeah, zurück auf den Nexus. Lol, das hätte ich jetzt überspringen können. Naja, wurscht, egal. Pathfinder, ist es wahr? Wir besiedeln Eos? Das haben wir schon mal gedacht. Aber bei Eos ist das jetzt was anderes. Stimmt's, Pathfinder? Jetzt beruhigen Sie sich mal. Geben Sie ihnen etwas Raum. Lieutenant Sajax, Kandros Adjutantin. Sie wollten sie alle sehen. Es herrscht wieder Hoffnung, ist eine Weile her. Entspannen Sie sich, Lieutenant. Wenn es jemals Grund für Champagner gab. Natürlich. Die Initiative ist endlich wieder auf Kurs. Professor Herrick, richtig? Was Sie mit diesem Reliktgewölbe erreicht haben, ist beispiellos, Pathfinder. Unfassbar. Wir werden neue wissenschaftliche Talente aufwecken und alle Geheimnisse lüften. Die gesamte Nexus wird davon profitieren. Wir mussten harte Schläge einstecken. Aber dieser Erfolg beweist, dass wir immer wieder aufstehen. Immer. Und? Worauf warten Sie noch? Da draußen wartet eine neue Welt. Danke, Ryder. Kading. Alles ganz normal, was? So, Nilken. Bevor ich irgendwas anderes mache. Nein! Oh, ich würde zur Kommandozentrale ran. Das ist ein blödes Muckel. Mehrere Passagiere sind weiterhin mit rätselhaften Symptomen in Quarantäne. Ah, okay, gut. Nein, doch nicht so fix. Yeah. Unabhängige Abteilung der Andromeda-Initiative. HNS, Helios Nachrichtensprecher. Mhm. McKin. McKinne.
gehört, Sie waren unten auf Eos. Haben Sie etwas Neues in meinem Fall herausgefunden? Sie sind ein Lügner. Das Universalwerkzeug hat Sie über die Leiche gebeugt aufgenommen, wie Sie zugeben, ihn getötet zu haben. Was? Moment, das ist nicht... Was wollen Sie hier abziehen? Sam, abspielen. Tut mir leid, alter Freund. Es musste sein. Ich verrecke nicht auf diesem Felsbrocken. Okay, scheiße. Damit ist mein Schicksal wohl besiegelt. Aber Ihr Schuss ging daneben. Ein Schuss der Cat in den Rücken hat Reynolds getötet. Ist das Ihr Ernst? Ich bin unschuldig? Was für ein Glück! Das Urteil muss widerrufen werden. Die Strafe aufgehoben. Ich werde zu Tan gehen und ich habe vielleicht eine andere Meinung. Sie haben versucht, alles zu vertuschen. Hören Sie, es tut mir leid, dass ich gelogen habe. Aber wenn mein Schuss daneben ging, bin ich unschuldig. Ganz einfach. Wir werden sehen. Also so einfach ist das auch wieder nicht. Das war eigentlich versuchter Mord. Hochverrat. Entweder im Häfen lassen oder verstoßen. Schön, Sie zu sehen. Hallo, Direktor Tan erwartet Sie. Letztes Mal war das hier noch eine Abstellkammer. Ohne Pathfinder brauchten wir auch keine Pathfinder-Halle. Wir arbeiten noch am öffentlichen Bereich. Die Hydrokulturen sind teilweise fertig. Das genügt nicht. Wir sind zu wenige. Meine Leute brauchen eine Pause, Tan. Das verstehe ich. Aber erst muss unser Überleben sichergestellt sein. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich treffe mich mit unserem Pathfinder. Ah, Ryder! Edison hat mir von dem Außenposten erzählt. Sie sind der Held des Tages. Es ist zu früh zum Feiern. Noch haben wir keine Heimat gefunden. Nicht so bescheiden. Sie haben sämtliche Zweifler eines Besseren belehrt. Und Sie sind mein bester Freund? Eher ein Förderer, der Ihren Traum einer strahlenden Zukunft teilt. Bei allem Respekt, Direktor Tan, aber Sie kennen mich nicht. Oh, ich denke schon. Ihr Einfallsreichtum spricht für sich, Ryder. Die Entschlüsselung des Gewölbes, Alien-Terraforming, das alles hatten wir nicht erwartet, aber ein guter Pathfinder improvisiert. Und ein Brillanter zeigt seine Erfolge. Ihre Trophäen sind die ersten in der Pathfinder-Halle. Sie sind jetzt ein Sinnbild, Ryder. Etwas, woran die Leute glauben. Ohne meine Crew hätte ich das nie geschafft. Sie ist unglaublich fähig. Aber Sie führen sie an. Vorsicht, Ryder. Am Ende adoptiert er sie noch. Ah, meine Mitarbeiter. Kollegen, Sie wollen uns doch nicht etwa entmachten, oder, Tan? Vergessen Sie nicht, ich bin Direktor der Initiative. Nur kommissarisch. Ich weiß, wie es ist, einen Posten zu übernehmen, um den man nie gebeten hat. Geben wir dem Direktor eine Chance. Ich sagte doch, der Pathfinder und ich denken gleich. Ich habe Bedenken wegen Eos Ryder. Ein Außenposten voller Wissenschaftler wird uns bei einem Cat-Angriff nicht viel nützen. Nein, aber mehr Forschung könnte auch mehr Lebensmittel für die Nexus bedeuten. Wir könnten darüber wie immer den ganzen Tag debattieren. Aber die Entscheidung ist gefallen. Wie wollen Sie weiter vorgehen, Ryder? Wir haben eine Spur zu dem Terraforming-Netzwerk. Ich muss tiefer in den Sektor vordringen, um dem nachzugehen. Wenn die anderen goldenen Welten da sind, wo sie sein sollten, könnten wir ihnen so näher kommen. Vorsicht! Die Cat durchsuchen den Cluster nach Relikt-Technologie. Rechnen Sie also mit Kämpfen. Und dann sind da noch die Exilanten. Sie sind nicht gut, auf die Nexus zu sprechen. Trotzdem brauchen wir weitere Außenposten. Sie sind entscheidend für den Ausbau der Station. Ryder könnte da draußen nach den anderen Archen suchen. Ja, der Plan ist gut. Sie haben meine Erlaubnis. Ich hatte nicht darum gebeten. Natürlich nicht. Und ich befürworte diesen Enthusiasmus. Klar. Das ist mal ein Knallkopf, der Typ. Okay. Ryder, hier ist Harry. Ich bin wieder auf der Arche. Was gibt's? Wir haben vielleicht eine Möglichkeit gefunden, mit Ihrer Schwester zu sprechen. Kommen Sie auf die Krankenstation der Hyperion, wenn Sie Zeit haben. Mach ich. Pathfinder, wir sollen uns so schnell wie möglich bei Direktor Edison melden. Richtig. Wegen der Andromeda-Lebensfähigkeit und ihrer Erhöhung. Das könnte hilfreich sein.
gespendet an den Rat für historische Aufzeichnung der Andromeda-Initiative. Giotto. So. Lass uns mal auf die Karte. Mit Tain sprechen, na klar, was auch sonst. Ryder, Ihr Start war vielversprechend. Ich habe ernst gemeint, was ich gesagt habe. Sie sind jetzt ein Symbol für die Hoffnung, dass die Dinge besser werden. Aber ich mache mir Sorgen über dieses Terraforming-Netzwerk. Was wissen wir schon wirklich darüber? Es ist anders als alles, was wir je gesehen haben. Jemand muss große Pläne mit diesem Cluster gehabt haben. Aber wer? Das wissen wir noch nicht. Aber zumindest sind wir schon mal auf seiner Spur. Haben Sie noch weitere Anliegen? Direktor, ich habe diesen Mord untersucht. Nilken hat es nicht getan, aber es gibt Beweise, dass er es vorhatte. Wie bedauerlich. Wir versuchen, den Leuten ein Gefühl von Stabilität zu vermitteln. Ihnen zu zeigen, dass sie sich auf unsere Führung verlassen können. Außerdem legen wir die Basis für ein Rechtssystem hier in Andromeda. Und nun das. Ein verurteilter Mörder, der den Mord nicht begangen hat. Ich weiß, was Sie meinen. Es nervt, wenn die Dinge nicht einfach nur schwarz und weiß sind. Sind Sie das überhaupt jemals? Wenn wir die Beweise zurückhalten und das Urteil bestehen lassen, verbannen wir einen Mann für ein Verbrechen, das er technisch gesehen nicht begangen hat. Heben wir das Urteil auf, schenken wir einem Mann die Freiheit, der die Dinge selbst in die Hand nehmen wollte und es dann vertuscht hat. Ihre Nachforschungen haben die Angelegenheit verkompliziert. Also sollten Sie auch die Verantwortung für Ihren Ausgang tragen. Verbannen wir ihn wegen Mordes? Boah, ist das schwer. Ich habe ja vorher gerade noch gesagt, verbannen wäre eigentlich nicht das Beste, oder? Aber jetzt...